Guten Morgen. Hallo. Wir sitzen hier schon mitten in Ravensburg und haben gerade die erste Enttäuschung hinter uns. Ja, also ein Wahrzeichen von Ravensburg ist der Mehlsack und auf den wollten wir jetzt steigen. Warum wir enttäuscht sind, das sagen wir euch nach dem Intro. Genau, also bleibt dran. Normalerweise steht auf bei der Touristinfo, dass der Mehlsack am Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr besichtigbar ist, aber jetzt ist er nur noch am Sonntag besichtigbar und heute ist Samstag, also kommen wir nicht nach oben. Oha, und jetzt, was war das jetzt? Das war War das das? arme Sünderglöckchen, das Ach. kann man auch noch dazu. Wir wollen nämlich euch keine Stadtrundgang machen, aber ein bisschen was zur Historie von Ravensburg wollten wir auch sagen. Ja, und fotografiert haben wir ja wieder Weltmeister, also da werden wir schon irgendwie was euch zeigen können. Also ihr kennt Ravensburg sicherlich alle von den Ravensburger Spielen. Und ob das jetzt das Ravensburg die hochwertigsten Spiele in Deutschland oder in Europa sogar herstellt, ob das jetzt was mit der geschichtlichen Vergangenheit dieser Stadt zu tun hat, das ist mir fremd. Tatsache ist, hier sind wir in Oberschwaben. Oberschwaben ist eine der wohlhabendsten Gegenden Deutschlands und Oberschwaben hat auch eine schwarze Vergangenheit, nämlich was die Schwabenkinder angeht. Vielleicht habt ihr euch da schon mal kundig gemacht oder macht euch mal kundig. Da gibt es auch einen Roman drüber, die Schwabenkinder. Der übrigens verfilmt wurde mit, ich glaube, Tobias Moretti heißt der. Also wurde schon verfilmt und von daher ist es euch eventuell auch bekannt. Also Ravensburg war eine Zentrale neben Dettnang und Friedrichshafen. Die Großbauern haben hier die Kinder geholt aus den österreichischen Bergen, weil die Familien die Kinder nicht mehr ernähren konnten. Man hat ihnen versprochen, dass sie hier zur Sommerfrische kommen und mithelfen am Hof. Tatsächlich wurden sie an Sklavenmärkten verteilt, wurden ausgebeutet. Bei guten Bauernhöfen kamen sie dann im Winter zurück, ausgestattet mit frischer Kleidung und wohl genährt. Und bei den nicht so guten Bauern, was eine Großzahl gewesen ist, wurden sie nur ausgebeutet. Das war Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Bauernlobby hatte sogar verstanden, die allgemeine Schulpflicht in den 1920er Jahren hier zu verhindern, damit man diese Schwabenkinder länger ausbeuten konnte. So viel zu dem Thema. Ja. Mittlerweile leistet die Stadt Ravensburg den ganzen Abbitte. Da gibt es nämlich eine Skulptur von Peter Lenk dazu, die wir euch hier einblenden. Das soll also ein Gedenken an die Schwabenkinder sein. So, das war Punkt 1. Punkt 2, kennt ihr vielleicht auch den Spruch, den Stab über jemanden brechen? Das kommt auch hier aus dieser Stadt Ravensburg. Unter anderem, ja, gibt es auch sicherlich in anderen Städten, und zwar immer, wenn ein Delinquent zum Tode verurteilt wurde, dann wurde er vor den Rathaussaal geführt. Da stand dann der Bürgermeister mit einem Stab in der Hand und entweder er hat dann den Stab zum Fenster rausgeworfen, dann ist er freigelassen worden, oder was in der Regel der Fall gewesen ist, er hat den über den Sünder zerbrochen und dann wurde er direkt an Stadttor geführt und wurde dann erhängt oder wie auch immer getötet. Und dann gab es das kleine Sünderglöckchen, vor dem wir jetzt auch hier sitzen. Was Und da, ihr vorher ja schon gehört habt. ja, genau. Und das hat dann immer geläutet, wenn derjenige getötet wurde. So, und was gibt's noch, Ursi? Keine Ahnung. Den Mehlsack. Ach ja, der Mehlsack, den wir Ja, ja eigentlich besteigen wollten. um den Mehlsack ranken sich viele Gerüchte. Ich erzähle euch natürlich das einzig Wahre, ja. Also die Ravensburger ist ein altes Patrizierstädtchen, da gab es die Humbis in Konstanz, die haben auch mit den Konstanzern sehr eng zusammengearbeitet und mit denen von der Katz, die haben von der Katz geheißen in Konstanz und die waren sehr selbstbewusst, die Ravensburger. Und oberhalb von Ravensburg hat der Landvogt sich ein Schlösschen gebaut, um sie besser beobachten zu können. Und man muss dazu wissen, dass Hochbau schon immer ein heikles Thema war, vor allen Dingen im Mittelalter. Man brauchte gute Beziehungen, um ein Hochbauprojekt durchführen zu können.
Und die Ravensburger haben einfach den Mehlsack gebaut vor die Nase vor dem Landvogt, um ihm zu demonstrieren, wir lassen uns von dir nicht unterkriegen. Das war der einzige Grund für den Mehlsack, soweit es mir bekannt ist. Und ich habe mich informiert. So, das war's, Geschichte. Okay. War das noch im Rahmen, Ussi? Ja, okay. Vielleicht haben einige Faustkult. Ja, für die es interessant war vielleicht. Ja. Jetzt geht's weiter mit anderen Themen. Themen oder wir marschieren jetzt nur ein Stückchen durch die Stadt? Ja, genau. Und dann schauen wir, ob wir andere Themen finden. Also, wir gehen jetzt weiter. Ja. Straße am Turm. So, für uns hat sich das schon gelohnt und ich hoffe für euch auch, denn hier sieht man wunderbar über die Stadt Ravensburg hinweg und da sieht man den Mehlsack und rechts davon das Schloss vom Landvogt, vom ehemaligen, und links ist der Stadtturm mit dem armen Sünderglöckchen. Und hier ist die Ossi. Ja, und das sind so viele Stufen, die da hochgegangen sind. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es hat sich echt gelohnt. Wir sind jetzt hier übrigens auf dem Blaserturm. Ja. Also hier waren die Türmer drauf, die bei Gefahr Alarm geschlagen haben. Zum Beispiel bei Waldbränden, bei Bränden allgemein. Die Türmer haben natürlich nicht nur bei Bränden Alarm geschlagen, sondern auch wenn feindliche Truppen darauf zugegangen sind. Und um Türmer zu sein, musste man nicht der Hellste sein. Und es war auch kein kurzweiliger Job, das war nämlich furchtbar langweilig. Deswegen gab es da immer ein kleines Glöckchen und ein Seil nach unten. Und der Nachtwächter hatte immer die Aufgabe, den Türmer wieder zu wecken, wenn der eingeschlafen ist. Immerhin hat er eine schöne Aussicht gehabt. Die hat er gehabt, aber das hat er wahrscheinlich gar nicht mehr genossen nach einer gewissen Zeit. So, und in diese Richtung hinter, da liegt dann der Wohnmobilstellplatz. Da hinter, irgendwo im Grünen. Wir blenden euch mal ein paar Bilder ein. Der war auch jetzt zur Hochsaison am Wochenende nur halb voll. Also man kann da gut herfahren, da ist gut Platz. Man steht ziemlich eben, kostet 8,50 Euro für 24 Stunden. Da ist eine Stromstation dabei, Entsorgungsmöglichkeit ist vorhanden, also Frischwasser. Fair und Entsorgung. Ja. Mhm. Und man kann zu Fuß. Für die Leichtfüßigen kann man zu Fuß in die Stadt gehen und für die mit Kniebeschwerden, die fahren dann mit dem Fahrrad rein. Es sind nur, also laut Schildwegweiser, der da war, 1,4 Kilometer vom Stellplatz in die Stadt. Also überhaupt kein Thema. Ja. Also eigentlich ein sehr schöner Flecken Erde hier in Ravensburg, oder? Ja. Mhm. We'll be right back.
Und ganz im Hintergrund sieht man die Basilika von Weingarten. Und das ist unsere nächste Station. Josi? Ja, morgen denn. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr? Nein, erst morgen. Also Josi hat gesagt morgen. Jetzt schauen wir uns erst Ravensburg ein bisschen an. Ja. So, wir sind ja jetzt hier bei der Schwabe. Und was isst man bei der Schwabe? Natürlich Kässpätzle. Lecker. Also, dass sich Ravensburg auf euch freut, das ist eindeutig. Es ist nämlich eine riesen Baustelle her. Hier, die richten alles nämlich her, damit ihr sie besuchen könnt, die schöne Stadt. Helle übertreibt. Es hat zwar Baustelle, aber so krass sind die jetzt auch wieder nicht. Sehr krass. Wir müssen sogar mit dem Fahrrad Umwege fahren. Ja, das sind so Baustelle, wenn eine Straße aufgerissen wird. Wenn Straßen aufgerissen werden. Es wird ja alles aufgerissen. Ah ja, übertreibt. Jetzt gucken wir, dass wir nur einen Eiskaffee oder irgendwas finden und dann ist wieder gut. Wenn die Ursel das sagt, dann ist es so. So, jetzt sind wir doch hier. Es waren ja nur etwas mehr wie 3 Kilometer und so haben wir uns einfach entschieden, wir fahren jetzt doch noch nach Weingarten. Vor der wunderschönen Basilika in Weingarten. Und mit der hat es auch ganz was Besonderes auf sich. Ich habe euch ja schon mal, wenn ihr den alten Film von der Reichenau anschaut, vom Heiligblut, von der Heiligblutreliquie erzählt. Und hier liegt ein weiterer Teil. Es gibt 3 Teile der Heiligblutreliquie. Und hier liegt der 2. Teil. Und hier findet auch jedes Jahr der Heiligblutritt statt, rund um Weingarten. Dieses Jahr ist er ausgefallen. Ja, das ist die größte Reiterprozession Deutschlands. Hat eine lange Tradition. Früher sind dann die Väter mit ihren Jungs raus um die Ortschaft rum und haben dann ihren Jungs die Welt erklärt und dabei haben die Jungs immer Backpfeife bekommen. Also das ist kein Quatsch, was ich erzähle, das ist Tatsache. Ja, das ist heute natürlich nicht mehr so. Heute ist nur die einzige Option, dass der Pfarrer, der hier tätig sein will, der muss in der Lage sein, ein Pferd zu reiten und dann kriegt er die Monstranz oder die... Monstranz. Mit der Heiligblutreliquie in die Hand gedrückt. Und die wird dann mit einer Kette an ihm festgemacht, falls er stürzt, dass das nicht runterfällt oder dass das nicht beschädigt wird. Und damit reitet er dann um die Ortschaft rum. Mhm. Und dann hat es doch was mit sich, denn die Ravensburger, also Ravensburg und Weingarten, das liegt hier direkt nebeneinander. Und ich habe mal sagen lassen, es gibt keinen Ravensburger, der jemals nach Weingarten ziehen würde. Die Weingartener sind nicht so, aber die Ravensburger, der würde niemals einen nach Weingarten ziehen. Das ist halt so wie Köln und Düsseldorf, Nürnberg und Fürth. Richtig. Und hier waren nämlich die Welfen zu Hause. Also die Welfen sitzen ja in Hannover, also Prinz von Hannover kennt ihr alle, ja, das ist ja Welfe, ja. Und in Braunschweig sitzen die, da haben die ihren Sitz, aber ihre Familiengruft, die ist hier in der Basilika, zeigen wir euch natürlich, ja. Und in Ravensburg, da waren dann mehr die Staufer. Also Barbarossa-mäßig und so. Ja. Das war schon. Aha. Ja, gut, jetzt gehen wir mal rein. Will man nicht wieder schimpfen lassen von der Ossi? Nein, das reicht ja auch. Kann ja jeder selber nachlesen, den es interessiert. Ja, genau. Ja. Also jetzt gehen wir mal rein, sofern die Basilika überhaupt offen hat. Die hat offen, ich habe sogar schon Orgel gehört. Und wir sind da extra heute noch hergegangen, das ist nämlich der weitere Vorteil, weil morgen könnte ja Gottesdienst sein und dann kann man ja nicht rein zu besichtigen und wir wollen es euch doch zeigen, Mensch. Jo, also, jetzt versuchen wir unser Glück und gehen rein. Vorher gibt es noch einen Blick in die Landschaft, weil das ist nämlich ein wunderschöner Ausblick hier. Also, wir können das nur empfehlen, das Oberschwaben ist wunderschön. Ja, das ist ja auch die Oberschwäbische Barockstraße, also Name, Programm. Kirche ruft, Ursel.
Ja, also jetzt ist irgendwie halber. Ja, und das heißt, wir müssen rein, die haben schon gerufen. Also mit diesem Ausblick verabschieden wir uns jetzt. Ja. Das war unser kleiner Ausflug nach Weingarten, ja, und nach Ravensburg, also Oberschwaben. Wir wollen noch dazu sagen, in Weingarten gibt es auch 2 Wohnmobilstellplätze, aber mit dem Fahrrad 3,5 Kilometer von dem anderen Stellplatz aus von Ravensburg. Also ist kein Thema, man kann beide Städte gut besichtigen, egal wo man steht. Ja. Das ist überhaupt kein Thema, ja. Aber jetzt kann man da aus der Basilika raus und die Sonne scheint. Es ist heute überhaupt wieder sehr heiß und es könnte sogar sein, dass heute noch ein Gewitter kommt. Ja. Gell? Also es war ein schöner Ausflug, Ussi, und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Vielleicht habt ihr euch auch ein bisschen interessiert für das, was wir euch berichtet haben. Ja. Und ja, ansonsten dann verabschieden wir uns und melden uns bei Gelegenheit wieder. Eben, das war jetzt so ein kurzer Abstecher, den wir einfach so eingeplant haben, weil es geht nächste Woche weiter nach Bad Walze zu unserem Freund Hümer. Jawohl, ins Gustl-Krankenhaus. Oh ja, nur zum Doktor hoffen wir. Nicht zur Vorsorgeuntersuchung. Ja, die Dichtigkeitsprüfung steht halt an. Und mehr, aber das das kommt dann später, in einem separaten Video. Ja, genau. Jetzt, das hat ja hiermit gar nichts zu tun und deshalb verabschieden wir uns und sagen einfach Tschüss. Tschüss, bis dann. Ciao.